Und da habe ich so bei mir gedacht, dieser Windelclub hier, dieser russisch-orientalische Windelclub, das können auch so Gangstalker sein, so selbsternannte Gangstalker, ja. Für mich ist das ein Kindergartenverein, Kindergarten. Also jeder Mann möchte ja irgendwann ein Mann sein, aber diese Bübchen sind so unmännlich, ja. Reden immer dasselbe und eine unmögliche Art. Den einen Tag hat sich hier einer von denen irgendwie mit einer Frau unterhalten und die hat sich dann gleich verpisst und hat der immer gefragt, wo sie denn ist. Hat die ja nicht mehr geantwortet. Merken die eigentlich nicht, was sie für Schwachköpfe sind? Also, das wollte ich dir mal erzählen. Ja. Das sind ja keine Gangstalker hier. Das sind Leute, die im Leben versagt haben, die nichts erreicht haben. Ja. Da war mein Vater schon Jahrzehnte selbstständig, ja. Aber das sind so Typen, so, weiß ich nicht. Wenn du in so eine Einrichtung kommst, wo so Behinderte sind, zurückgebliebene Kriminelle, ja, kann auch plötzlich unser Knast sein. So eine Typen sind ja richtige Knackis. Im Primitiv, ne? Dass du halt merkst, die sind nicht geformt, haben keine Bildung, keine Aussprache. Einfach hohl. Hohle Fritten. Hohle Fritten. Ihr seid hohle Fritten. Und aus euch wird auch nichts mehr, außer Dreck, der ihr schon seid. Ja, ihr seid Dreck. Muss man einfach mal ganz klar sagen. Du, wir bohren nichts dazu gelernt, ja? Ja.